So, weiter geht's. Genau. Kevin am Tisch, jetzt gibt es wieder richtig Table Talk. Unser Table Talk Master, der Table Captain ist da. Hat auch einen mitteldezenten Pullover an, möchte ich mal sagen. Der ist nur so mittelpräsent im Stream. Merkt man schon. Kevin ist nicht nur durch seine Stimme und sein Sprachvolumen präsent, sondern auch durch seinen Pulli. Optisch auf alle Fälle im Bild. Gucken wir mal, ob er noch dealen kann. Ja. Board, Dame 8-2. Natürlich jetzt nice für den Schwab. Der settet hier direkt, aber die Gegner haben leider nichts und gibt auch keine Action. Der Turn bringt jetzt zumindest einen Gutshot hier von Batigol. Der könnte ihm nochmal eine Bet-Up ringen. Schauen wir mal. 2,50 ist auch keine schlechte Größe. Batigol hier mit Overcard und dem Double Gutter. Wir sind Open-Ender. Findet hier den Call. Jetzt gucken wir mal, ob der Kevin hier einen guten River raushaut. Nee, die 3 ist eine Blank. Also da wird der Schwab hier keinen Value mehr kriegen hier. Ah, eine Wette war es beim Schwab. Okay. So, und Buddy Gold foldet hier natürlich. Also, klare Entscheidung hier. Kann der Schwab keine Value mehr generieren mit seinem Set? Kevin legt schon direkt gut los, also erste Hand, schon mittlerer Pot, macht er ganz gut. Bin mal gespannt, ob die Action jetzt auf dem Niveau bleibt und bin auch gespannt, wie lange die Spieler heute spielen oder streamen wollen. Spielen wollen wir so bis 5 oder 6, wie so eine normale Pokerrunde bei uns ist, eben immer so Richtung 8 Stunden. Wir schauen mal, wie lange die Spieler Bock auf Streamen haben, das hängt jetzt auch am Kevin so ein bisschen. Wenn der jetzt Bock hat, noch 1-2 Stunden zu dealen, dann machen wir das auch natürlich noch hier im Stream. Die Runde ist nice und das wollen wir natürlich auch weiter präsentieren. Ich glaube nur, ich muss mir gleich mal irgendwie nach diesem Seifentränk-Getränk was Hopfenartiges zugute führen. Das kann ich so nicht stehen lassen, dieses Getränk. Gucke ich gleich mal, ob ich da noch was finde. Aber erst muss es mal leer werden. Hand Nummer 44. Birk, 3-Bet hier. Ja, auch wieder eine kleine 3-Bet. Wird gecallt von Hitman. Und Nico spielt hier All-In. 1, 2, 3, 4. Gut, ich als Wissen. Wird natürlich hier direkt gecallt von Birkulis, da ist nicht mehr viel hinten dran. Und Hitman kriegt jetzt gute Odds. Ah, called hier. Nice hier vom Hitman, das heißt 3 Spieler, Triple All-In. Kevin macht das schon sehr gut. Jetzt schauen wir mal, was bei rumkommt. So, Kevin, hau was raus für die Fans, für die Zuschauer zu Hause. Ja, Ass hoch, okay, also die Vierer sind noch nicht tot. Ja, die 10 ist eine Blank und 3. Oh, das wäre fast die 2 gewesen, fast die Straße. Schade hier für Nico, schade für Hitman. Da wäre die Chance gewesen hier für den großen Triple Up, aber so hat Birk hier den Triple Up und den Sidepot gewinnt Nico hier gegen Hitman. Da wird er nochmal ein paar Cent mehr rauskriegen. Sehr gut, nice Hand. Da geht's doch rund. Immer gut für die Action, wenn die Spieler hier so Gas geben. Also als rein mit. Als rein mit. Nice Hand.
Genau. Ich werde jetzt gleich mal eben ja tatsächlich auch so eine Hopfenkaltschale aufmachen. Das habe ich mir jetzt irgendwie auch verdient, nachdem ich jetzt hier schon 2 Stunden durch moderiere. 2:17 sehe ich gerade aus dem Augenwinkel auf der Stream schon. Gut, am Anfang war ein bisschen Musik. Genau, ich beende jetzt noch dieses furchtbare Getränk von Kevin. Noch einen Schluck aus dieser zuckrigen, duschgelartigen Büchse hier. Der war wirklich nochmal richtig gut. Wenn der Anfang laff war, dann war das die neue Definition von Laffheit, Laffigkeit, Laffartigkeit. Da war jetzt nämlich gar keine Kohlensäure mehr drin. Also so abgestandenes, warmes Zuckerplörrenwasser. Was schmeckt wie so ein Chupa Chups. Also man kann sich das schon so vorstellen, wenn du halt so 10 von diesen Chupa Chups einfach über Nacht auflöst im Wasser und das dann trinkst am nächsten Morgen. So schmeckt es. Fantastisch. Vielen Dank, Kevin. Immerhin gibt es 25 Cent Pfand als Schmerzensgeld. Danke. Danke. Boah. Boah. Gleich Wasser hinterher. Hm? Ihr könnt aber auch gerne mal Vorschläge machen, was der Kevin als nächstes trinken soll, weil dem werde ich ja dann als Revanche auch was Gutes besorgen. Also wenn ihr Ideen habt, immer gerne her damit. Boah, ich habe ja auch schon an so, gibt ja auch so komische Manga-Eistee-Gedöns-Dinger. Sowas wollte ich mal gucken. Oder sowas richtig Saures. Muss ich mal gucken, was ich da noch finde. Vielleicht aber auch einfach irgendwie aus dem Reformhaus. So ein Tomaten-Sandorn, irgendwas. Vielleicht sowas auch. Sowas ganz Brutales, was direkt dann auf Magen-Darm geht. Nur müssen wir mal gucken, ich finde da schon was. Ich schau mal. Weiter geht's mit der Pokerhand, Nummer 45. Die lasse ich euch mal ganz kurz allein im Bild und gehe zum Kühlschrank. Ich habe die ganze Zeit gehofft, dass die Straße kommt, aber das wäre für mich ja schlechter gewesen. Ganz gar nicht gecheckt, dass du ja mehr hast eigentlich wie eins. Von daher war das eigentlich ganz gut sogar. So, das Board verspricht doch auch schon Action. Birk hier mit dem Top her und Cashin Bar hier mit dem Combo Draw. Natürlich nice hier. Floppt hier überragend gut. Buddy Goal mit dem Easy Fold und ja, wird Cashin Bar direkt die Lage reinbringen. Ist hier Favorit, obwohl er nur die 6 getroffen hat. Interessant. 52%. Pair plus Flush Draw plus Gutshot. Also das sind Outs ohne Ende. Ja, und da wird Birk nicht folden. Kann ich mir nicht vorstellen. Ja, findet hier auch den Call. Ja, die Frage hier von Cashin Bar, ob einmal, zweimal gedealt wird. Cashin Bar, nice Hand. Und zum x-ten Mal heute ein Karo Flush Draw. Das zieht sich durch den Tag, durch die Session. Wenn Flush Draw, dann Karo Flush Draw. Und dann kam es natürlich auch immer an. Also jetzt wird es spannend. Was macht der Kevin draus? Oh, da kommt direkt das Karo. Direkt beendet es hier die Hand, die Action. Und die Straße noch, um auf Nummer sicher zu gehen. Nice Hand hier von Cashin Bar. So spielt man Poker. Gibt es gerade noch ein zweites. So spielt man Poker. Nice Hand hier. Yeah.
Ja, also macht er gut hier der Cash and Bar, aber ist natürlich auch einfach, wenn du solche Hände halt kriegst und dann auch so floppst, was willst du da anderes machen, außer die Lage reinbringen? Also du bist ja nie hinten, in dem Fall ist er sogar Favorit, obwohl er nicht Top Pair hat, also Wahnsinn, crazy. Gut, wir haben das ekelhafte Getränk von Kevin hinter uns und dafür belohne ich mich jetzt mit einem hervorragenden Weizen. Ich habe ja auch schon das passende Glas gefunden. Gutmann Weizen, eins unserer favorisierten Getränke hier in der Poker-Location. Ah, ein Träumchen. Das hat auch richtig Temperatur, das stand im Kühlschrank ganz unten und das ist ja schon gut. Ne? Also richtig, richtig kaltes Getränk, das macht schon Spaß. Schenke ich mir jetzt ein und dann kann ich die nächste Hand doch viel besser genießen und vor allem diesen Geschmack vergessen, der mir leider zuteil geworden ist von Kevin. Oh, jetzt kommt Feuerwehr. Oh, jetzt hat er gestoppt. So, einmal durch. Einmal durchs Bild gefahren. Brauche ich vielleicht auch nochmal so eine kleine Einblendung, wenn die Feuerwehr kommt. Dass die durchs Bild fährt. Kriegen wir auch noch hin. Also Dreifachstelle hier vom Schwab. Wird hier gecallt, auch Cash and Bar, Doppelstraddle, füllt hier auf, kriegt natürlich super Odds. Und der Schwab checkt 5 Spieler. Oh, und der Schwab wird direkt belohnt hier. Two Pair. Und hinten am Button mit Top Pair. Interessant. Cash and Bar mit dem Treffer. Jetzt gucken wir mal. Ja, Schwab spielt hier an, 3,25, gute Setzgröße. Schwab spielt an, hat er nichts verraten, was wir nicht schon wissen. All in. Hitman raced hier all in. Ja, aber freut mich. Hat der so viel, der Hitman? Oder ist der Stack falsch? Das ist ja der Wahnsinn. Wird hier gecallt. Das ist ja verrücktes Play hier von Hitman. Aus dem Nichts gibt es hier einen riesen Pot. Aus dem Nichts. Was ist denn das jetzt für 42? Wahnsinn. Also, Kevin sorgt hier für die Action. Das ist ja Wahnsinn. Verrückter Move hier von Hitman, läuft hier direkt ins Two-Pair rein von Manu aus dem Halgerloch. 5-2, verstecktes Two-Pair. Lass uns zweimal laufen. Oh, und die 3 kommt. Kevin hat die falsche Karte gehabt und hat nochmal geändert, weil er keine geburnt hat. Und die echte River-Karte ist die 3. Macht es super hier für Hitman. End habe ich schon. Also krasser End. River. Check. Okay, viele Outs jetzt wieder für Hitman. Auch der Junge macht es wieder gut. Und die 4 macht die Straße. Leck und Jo. Also Kevin, der absolute Todesdealer hier. Dealt hier ein Setup nach dem nächsten. Erst Cash and Bar gegen Birk und jetzt Hitman gegen Schwab und Max Payne Monday. Gibt's doch hier beim Hustler Casino. Also hier ist echt auch Max Payne. Run it twice für den unterlegenen, hinten liegenden Hitman. Macht hier Running Two Pair, Running Straight und der Schwab muss seinen Gewinn für den Assen schon wieder abschenken oder halbieren. Nice Hand, Kevin. Also richtig gut gemacht. Der Ander aus Ahnding. So, also ich habe es geschafft auf diese Hand. Erstmal zum Wohle an den Chat und an den Tisch. Prösterchen, ne? Ich belohne mich jetzt mal. Den Ursprung und die Lösung sämtlicher Lebensprobleme. Ja! Oh ja. Oh, ho, ho. Ha. Das hat Temperatur. Da frohlocke ich doch direkt. Sehr gut. Man weiß sowas ja immer erst zu schätzen, wenn man vorher so eine Zuckerplörre getrunken hat. Also, oh, ein Unterschied, du. Oh ja, oh ja. Besser als die Büchse, das ist ja Wahnsinn. Und dann noch einen Schluck trinken. Überragendes Kaltgetränk.
Oh ja. Das gibt mir Kraft für die nächsten Hände. Hand Nummer 47. Heckenwitz fragt im Chat, hat gerade einer die Neuner gefoldet. Ich weiß nicht, was du meinst. In der Hand davor, keine Ahnung. So, Schwab spielt hier an auf dem Turn mit seinem Treffer. Hitman called. Mit der 8. Jetzt gucken wir mal, ob der Schwab nochmal eine Bet auspackt. Und wenn, müsste die schon auch... Wo ist denn der? Hitman spielt an, den River. Ja, Heckenwitz, weiß ich auch nicht. Ich schließe mich da eher dem Menges an, hier mit seiner Aussage, ich war auch konzentriert oder fokussiert auf das Kaltgetränk. Von daher weiß ich nicht. Okay, Schwab callt hier die 2 vom Hitman. Und... Das ist nochmal Value, den er hier noch rausquetscht aus dem Schwab, rauszutzelt. Da holt er sich nochmal die 2 ab. Genau, also ich war fokussiert aufs Kaltgetränk, deswegen habe ich jetzt einen vermeintlichen Fold von Pocket 9er nicht gesehen. Aber dafür gibt es ja unser YouTube-Kanal und unser YouTube-Replay. Da können wir das ja angucken. Hand Nummer 47 oder wenn du die Hand vorher meinst, Hand Nummer 46, kann man sich ja dann einfach angucken. Ich weiß noch nicht, wann ich die hochlade, wann ich das Replay mache. Die Woche ist viel los bei mir. Mittwoch, denke ich, könnte klappen. Vielleicht kann ich die heute zusammenschneiden, weiß ich aber nicht. Eher tendenziell Mittwoch. Morgen ist ausgebucht, Donnerstag ist ausgebucht. Wir gucken mal. Die kommt auf alle Fälle. Wenn nicht, bis zum Wochenende. Wir haben ja jetzt dann nochmal gute 2 Wochen Zeit bis zum nächsten Stream. Da können wir die dann füllen mit dieser Episode. Ich nehme gerade nochmal einen Schluck, weil der Fokus liegt ja gerade auf dem Weizen. Dann behalten wir den Fokus auch bei. Zum Wohl. Mm. Ach ja. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Also die Straddlei geht weiter. Dirk mit dem Doppelstraddle. Hitman callt hier und Vize eröffnet am Button. Also das hat der Vize sich, glaube ich, so ein bisschen vorgenommen oder will er spielen. Ja, bisher jeden Button aggressiv gespielt oder die meisten. Dass er hier auf alle Fälle nach Limpern hier erhöht. Hand C9 kann man durchaus machen, bietet sich an. Nico callt, die anderen Limper auch. Oder der Hitman callt und Dirk. Von daher. Soll ich die Action verpassen? Check und dann 1,75? Ja, ich habe die Action auch verpasst. Das Board Dame 6-4 war jetzt eher auf den Kevin gerade konzentriert und dass er sich mit dem Cash and Bar gekappelt hat. Birk spielt ja an, Top Pair. Und Hitman mit dem Two-Pair callt hier nur, finde ich stark. Das ist eine Hand. Da könnte die Lage natürlich reingehen von Birk. Wenn sie es jetzt noch schaffen, hier was zu setzen. Ja, Hitman spielt an und Birk mit dem Call. Auch ein schneller Call. Und Birk hat auch nichts mehr behind. Das heißt, am River geht der Rest rein. Birk sieht sich hier klar vorne. Sonst wird er nicht direkt setzen. Und Hitman calls, also guter Flop hier für Hitman, der macht hier schön 2-Pair und gewinnt die Hand, gewinnt die Chips vom Birkules. So, also Kevin scheint hier so ein kleiner Action-Dealer zu sein. Zumindest er sorgt für ordentlich Pain am Pokertisch und verteilt hier die Hände. Gute Hände, sowas wie 2-Pair, aber auch Hände, die dagegen spielen können. Das haben wir heute. Ist ein Unterschied zu sonstigen Runden, wo ganz oft die Leute massiv vorne sind oder auch gar keine Auszahlung kriegen, weil keine Hand gegen sie spielt. Ist schon ganz gut an der Session. Macht Spaß zuzugucken heute. Einiges los. Eigentlich gibt es keine Hand, wo nichts los ist. Liegt natürlich auch an der Spielerbesetzung, aber auch daran, dass wir am Anfang shorthandig gespielt haben. Das ist immer gut für die Action, da sind die Spieler nochmal besonders motivierter, hier ein bisschen zu spielen, ein bisschen zu juckeln.
was zu reißen, sich zu präsentieren im Pokerstream. Dafür ist er ja auch da. Sehr gut. Was spielt er schon angeguckt? Spiel hast du gestern auch angeguckt? Gestern habe ich kein Spiel geguckt, ne? Vorgestern war ich sorry. Ich habe Konferenz geguckt. Ich habe auch Konferenz geguckt. Da kam erstaunlich wenig SC vor. Ja, ja, ja. Aber nur wenn sie ein Tor gemacht haben. Das war aber halt. Also, die haben gut gespielt, ja, insgesamt. Also nicht nur 3-0, sondern auch richtig gut gespielt. Das haben echt auf jeden Fall. Ab 3-0 Lynch dann. Na gut, Lynch war, wenn sie mal 7-0 kommen. 6, 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 4, 2. Einzige, der trifft, ist hier der Vize. Keine Kreuz im Spiel. Es war jetzt vor dem gegen Darmstadt, also Augsburg gegen Darmstadt, war es das schnellste 5-0, glaube ich, was jemals in der Bundesliga-Geschichte zustande gekommen ist. Und jetzt hat er, die haben das 3,50 überboten. Ja, Hitman, den habe ich ja schon so ein bisschen charakterisiert als Bluffy. Der spielt gern mal solche Boards an, gerade mit Overcards. Bietet sich auch an. Man sieht es im Schwab schon an. Der hat hier wenig Bock weiterzuspielen. Und da kann man sich einfach die Hand mal kaufen. Das macht er nice. Gutes Play hier vom Hitman. Lohnt sich öfters, als man denkt. Einfach mal die Hand anzuspielen und die Chips hier einfach mitzunehmen. Also macht er gut, der Hitman. Ist auch am Weizen trinken, das hilft natürlich enorm. Macht die Hand locker, hier so ein paar Chips zu setzen. Finde ich gut. Hatte am Anfang ja der Session ein bisschen Schwierigkeiten oder schlecht reingekommen ins Minus. Aber jetzt der große Pot, der Doppel-Runout gegen den Schwab, hat ihm natürlich noch mal ein bisschen Rückenwind gegeben. Jetzt kann er noch mal richtig investieren in die Runde. Nimmt da gerade noch mal einen Schluck hier aus dem Weizenglas. Und Kevin gibt natürlich auch hier die passenden Karten. Dann spielt und setzt es sich natürlich auch leichter. Und wenn er jetzt den nächsten Riecher macht, dann kann er sogar auch 5. Wobei, eins muss ich jetzt gerade mal ganz kurz sagen, so im direkten Vergleich. Kados hat schneller oder auch einfach weniger gemischt. Ne? Kevin ist schon ein sehr gründlicher Dealer, der macht es immer schon sehr genau. Ich glaube, im Casino ist dreimal Shuffle und wie war's? Zweimal abheben, eine gemischte Hand. Muss ich nochmal nachlesen. Also ich glaube, ein Casino wird wesentlich weniger gemischt, als man denkt. Das bringe ich nochmal in Erfahrung. Muss ich mir nochmal aufschreiben. Jetzt gucken wir uns aber erstmal die Hand an. Oh wow, da könnte was gehen. Holger, das ist kein Eingabefehler, möchte ich betonen. Kein Eingabefehler. Also es gab vorher kein Straddle. Es war kein Straddle. Es gab auch keinen Straddle, Holger. Offizielles Race. Achtung, Achtung. Kevin, nicht overacten, bitte. So, also jetzt natürlich Top-Konstellation hier an der Stelle. Hitman mit einem 27 BB Open Race. Nico deep-stacked. Hier mit der 3-Bet. Auf 70 Big Blinds. Das könnte der größte Pot des Abends der Session werden. Gucken wir mal. Hitman hier nur mit dem Call Preflop. Seit gefühlt 2 Stunden. Ja, und Buddy Goal hadert gerade mit den Pokergöttern. Ja, foldet hier aber einfach. Okay, 2 Spieler-Heads ab. Der Flop ist, der Pot ist schon 170 Big Blinds groß. Und die haben noch richtig Material hinten dran. Schauen wir mal, was bei rauskommt. Hit me die da. Oh, nochmal hoch. Hitman hier mit dem genüsslichen Check. Hat man schon so ein leichtes Grinsen gesehen. Sechs. Kann man nicht vorstellen, dass Nico hier checkt. Macht er auch nicht. Conti-Bet-Größe. Ja, finde ich gut hier. Triple Pot. Reicht auch völlig aus. Bei der Preflop-Action. All in.
All-In, erreicht, was er will und callt hier. Größter Pot des Abends. Leck um hier. Was macht der rein? Größter Pot des Abends. Hitman gegen Nico Mack. Queens gegen Aces. Leck mich doch am Buckel. Hey. Alles gut. Was willst du mehr? Pokerherz. Mehr geht nicht. Kevin ist echter Action-Dealer. Also Cash & Bar war schon richtig gut, aber der Kevin haut hier wirklich noch mal einen oben drauf. Und jetzt gucken wir mal, was passiert. Die 10. Eine Blank. Und Ace am River macht hier den Pot klar für Nico Mack. Zweimal lassen sie es laufen. Menges spontan vor lauter Aufregung auf den Cheer-Button. Vielen Dank. Weiter geht's. Erster Runout geht an Nico. Das beruhigt natürlich schon mal. Die hat 50. Ja, bei der Potgröße kann man auch zweimal spielen. Finde ich auch gerechtfertigt. Finde ich gut. 9. Ändert nichts. Also nur die Dame Case Queen kann hier den Matze retten. Hitman braucht die Queen. Komm, Kevin, haus raus. Nee, die 7. Also. Nico Mack macht hier den riesen Pott des Abends klar. Der Pott wird hier mit 107 angezeigt, aber Nico Mack hatte ja effektiv nur 40 Preflop. Das heißt, der Pott 82 oder so, 820 Big Blinds, der Pott. Größter Pot der Session. Was willst du mehr? Also, mehr geht nicht. 820 Big Blinds musste er erstmal hinkriegen am Pokertisch. War natürlich top die Konstellation. Top, dass der Hitman so ausrastet, Preflop. Und einfach Junge hochboard. Nico macht es dann schlau. Spielt dritte Pot an. Gibt dem Gegner hier die Möglichkeit, mit dem Overpair drüber zu prägeln. Der geht natürlich all in, kann man auch einfach nur callen und gucken, was am Turn passiert mit Queens. Aber kann natürlich auch sein, dass der Gegner hier oft Ace-King hält. Und Hitman ist ein Spieler, der wird da Queens nie entsorgen. Kings natürlich auch noch in der Verlosung drin hier. Von daher, nice Hand hier von Nico Mack. Der gewinnt, bin mir schon sicher, den größten Pot der Session. So spielt man Poker. Macht er gut. Schöne Ostern, Nico. Hast du gut gemacht. Nach deinen wirklich... Weaken Folds oder okay, Folds, jetzt eine starke Hand. Gib einen Daumen hoch von mir. Gibt sogar noch einen Daumen. Ja, nice Hand. Entweder du spielst so oder du musst halt am Turn wahrscheinlich. Okay, ich hoffe für die Zuschauer natürlich auch, war es gut. Geile Hand natürlich zum Angucken. Wenn es so reingeht, macht es natürlich auch Laune. Das wird ein Highlight. Müsste man eigentlich klippen hier, ne? Klippen. Wenn ich wüsste, wie es geht, würde ich es machen, aber weiß ich nicht. Ja, aber wenn da jetzt das Ding macht, dann ist halt so. Ja, eben. Das kann ich jetzt nicht sagen. Oder 3 oder 5. Das wäre übel. Das wäre übel. Ja, die Action geht aber direkt weiter. Also doch einige gute Starthände unterwegs. Oder spielbare Starthände sieht man direkt. Die Straddlei hilft natürlich auch, Preflop die Pötte schon mal direkt anzufeuern. Vize eröffnet hier. Cash & Bar mit der 3-Bet. Auch eine super Größe, 3,50 nach einem Corner. Finde ich gut. Das machen die anderen Spieler doch ein bisschen zu knapp als. Birk hier nur mit dem Call mit Ace Queen. Das ist auch ein bisschen knapp hier nur zu callen. Lädt natürlich alle anderen ein hier zu overcallen. Also an. Denk um Mio, was macht denn der Kevin hier? Also ich bin fassungslos. Ja. Fast ein Family-Pot für 35 Big Blinds aus dem Schwab sind alle raus. Leck Union. 21 im Pot Pre-Flop und Cash & Bar hier auch mit Top-Pair. Ja, das ist jetzt beim Birk so. Da kriegt er gleich die Quittung. Verpasst natürlich maximal. Batigol hier. Jetzt mit dem Treffer. Glaube nicht, dass der hier sich von der Hand trennen wird. Vor allem jetzt mit der Stack-to-Pot-Ratio gibt es ja für den Batigol nur einen Move. Hier halber Pot-Size, die er da hat. So Pi mal Daumen geht er direkt rein. Fiz und Nico, die müssen sich natürlich direkt Insta verabschieden und Cash & Bar
wird natürlich callen. Wie viel spielst du, Marcelo? 22. Ja, und Matze jetzt nach der verlorenen Hand natürlich ein bisschen im Brand wieder. Oder Hitman. Der foltet natürlich jetzt ungern direkt nach der verlorenen Hand. Würde lieber weiter spielen. Es gibt auch nur eine dunkelblaue. Die gibt es auch noch. Die Pille gibt es auch noch. Die Pille gibt es auch noch. Also bei uns gibt es nicht wie bei der Matrix 2, bei uns gibt es 3 Pillen. Und er foltet also. Nice Hand. Du irgendwas, oder? Gewinnen zwei. Erste Frage. Gewinnen. Ja, die müssen jetzt erstmal hier abprüfen, dass sie überhaupt die gleiche Hand haben. Buddy Gold hier noch den Free Roll auf Spades. Running. Runner. Das ist aber Free Roll, ne? Auch. Toll. Also, da wird nicht mehr viel passieren. Ja, da kommt nochmal der Junge, also Full House, die Hand ist entschieden, die Messe ist gelesen, also nice Hand. Aber man sieht, was das für eine Auswirkung hat, so eine kleine Entscheidung, dass der Birk hier Preflop nur callt als erster nach der 3-Bet hier vom Cash & Bar mit dem kleinen Stack, der hatte nur irgendwie 80 oder 90 Big Blinds gehabt. Hätte er, die spielen zweimal, ist aber auch egal, weil es eh gespielt wird. Von daher winken wir da gerade mal ab, ich muss dahin winken, da ist das Bild. Genau, hätte er gecallt, hätte er All-In gespielt, Preflop, wären die anderen ja sicher raus hier für den Pot nach der Action. So callen halt alle und dann geht der Pot halt einfach vorbei an der Ace-Queen. Also so einfach ist das. Aber gut, so wurde es gespielt. Ja, Cash in Bar sagt es gerade, nice Preflop Calls. Also nice Action, aber die Spieler wollen halt Action. So ist es halt auch einfach, ne? Genau. Menges schreibt gerade hier, mit dem Mauszeiger über Livescreen fahren und dann unten die Filmklappe für Clips. Ich bin aber hier in der Streaming-Software, da geht das nicht direkt. Ich müsste mir mal hier auf das Stream Deck irgendwie so einen Knopf legen, dass ich das machen kann. Und ich weiß auch gar nicht, ist es dann immer eine halbe Minute zurückwirkend? Rückwirkend? Oder stellt man das ein, wie lang der Clip geht? Oder weiß ich nicht, keine Ahnung. Muss ich noch machen. Ist noch so ein Feature. Kannst einstellen. Ah ja, okay, gut. Ja, da gibt es bestimmt über das Stream Deck so einen Knopf, den man drücken kann. Müsste ich mir nochmal aufschreiben. Ich mache mal nochmal eine Liste, dann machen wir nochmal so ein paar kleine Features. Ich glaube, Clips sind ganz nice für so Sachen. So, in der Hand geht es schon wieder völlig steil. Schwab wieder mit dem Dreifach-Straddle, Vierfach-Straddle, Entschuldigung. Cash & Bar called hier. Ah, 5 bis 60 Sekunden kann man einstellen, nice. Ja, Schwab hier mit der Bet am Flop und macht hier den Pot klar. Ja, bei der Streaming-Software gibt es auch ein cooles Feature. So ein Replay-Buffer, den kannst du einstellen, ich glaube bis 5 Minuten maximal. Da kannst du auch so eine Insta-Replay-Geschichte draus machen. Habe ich mich aber noch nicht reingefuchst. Das wollte ich erst machen, wenn hier unsere Grafikkarten-Festplattenlösung eingebaut ist. Dann kann man nämlich auch direkt irgendwie so den letzt definierten Zeitraum dann nochmal als Slow Motion oder als Replay halt nochmal einspielen. Finde ich eigentlich auch ganz cool. Weiß aber noch nicht genau, wie das funktioniert und ob das einfach zu bedienen ist. Wäre aber auch ein cooles Feature für so einen Livestream. Okay, und ich glaube, bei der ganzen Action fällt mir gerade auf, habe ich die letzten Standings verpasst. Hand Nummer 53. Das heißt, nach dem Orbit mache ich nochmal eine Standings-Runde. Dadurch, dass wir jetzt auch shorter sind, spielen wir natürlich auch wesentlich mehr Hände, als was würden, wenn wir Full Ring spielen würden. Jetzt sind wir zwar 7-handed, aber haben jetzt doch schon mehr Hände gespielt wie sonst. Gibt es gleich nochmal durch an den Tisch. Wieder dreifach Straddle hier vom Schwab. Der ist echt on fire. Birk und Cash & Bar callen.
ein Flop kommt runter. 2, 5, 5. Okay, jetzt bin ich mal gespannt. Alle checken, alle verpassen. Die 9 macht ein Birk hier ein Paar. Und spielt da an und gewinnt hier auch an der Stelle die Hand. Also Nice Hand. Genau, das werde ich jetzt gleich mal an den Tisch weitergeben, dass wir dann beim Cash im Bar nochmal Stats machen. So schreibe ich jetzt mal ganz kurz an den Tisch. Beziehungsweise ich gehe kurz rein und sage das denen und dann geht es gleich weiter. Stats kommen. Ja, man hat nicht verpasst, oder? Du kannst ja noch ein paar abschalten, aber achtet er noch drauf? Oder ich achte drauf. Jetzt gibt's Ärger. Guter Mann, da gibt Gas. Ich habe dich selbst vergessen, jetzt in den ganzen Trubel. Habe ich nämlich gerade bist du denen gesagt? War so viel Trubel-Action, als ich wieder hergekommen. Was geht im Stream? Haben wir Leute, die Hexen willst du jetzt gut? Okay. Das ist ja der Wahnsinn. Also wenn das was, wenn der Hexen da Schlechtspielerpräsident und Assi Oberhaupt. Achtung, Achtung, es folgt ein Gruß an den Tisch von Heckenwitz. So, Heckmann, da kam direkt der Gruß. Also, Heckmann raus. Also, alle freuen sich, dass ihr zuguckt und teilnehmt an unserer Poker-Session heute. Cash and Bar, genau, Cash and Bar lässt ihr ausrichten. Morgen 18 Uhr ist Treffpunkt, Heckenwitz. Hand Nummer 54. Ich bin nicht vor der Garage geparkt, Heckmann, ich sag's dir. Was ist morgen? Was ist Treffen? Ich hol da einen Zeigen der Hauptmeister. Dass der nur nicht mit dem Räderkommisch nur Rätsel. So, was haben wir denn hier? Birk hat hier nach einem Preflop Raise All-In gestellt, 37 mit König 9 muted. Das ist ja schon ein Ärgernis mit dem Top, weil ich echt furchtbar am Parker. Das, was er da gezeigt hat. Jetzt hat er noch zwei Gegner, Cash and Bar und Schwab, aber beide jetzt auch hier mit wirklich, wirklich nicht guten Händen. Aber Birk holt sich das Preflop-Geld einfach direkt mit. Hier die Dead Money sammelt er ein. Also kein schlechter Move. Umso verwunderlicher ist es, dass er gerade nicht mit Ace Queen reingestellt hat, als er ähnlich viel hatte oder einen Ticken mehr. Da war ja noch mehr zu holen und die Handstärke war wesentlich besser als König 9. Da wird er ja auch von jedem Pair gecallt, das noch unterwegs ist mit König 9. Also nicht ideal. So oder so an Heckenwitz aus dem Chat. Grüße von Cash & Bar, morgen 18 Uhr. Treffpunkt hier und dann wird DFB-Pokal. Was ist denn das? Halbfinale? Ja, ihr merkt, ich bin voll im Thema drin. Halbfinale geschaut. Saarbrücken gegen Kaiserslautern. Genau, wird morgen angeschaut. Bin mal gespannt, ob das dritte Pokalspiel in Folge in Saarbrücken abgesagt wird wegen schlechter Platzverhältnisse. Ist ja gerade so schlecht Wetterfront, die rüberfegt und die kriegen es ja offensichtlich nicht auf die Kette, irgendwie in einem anderen Stadion zu spielen. Finde ich auch unfassbar. Da kann man doch einfach irgendwo anders spielen. Also muss man da irgendwie das Spiel jedes Mal absagen. Also ist ja jetzt auch keine Überraschung, dass es regnet und dass das Stadion scheiße ist von Saarbrücken. Also, ja, Sumpfgebiet, ja. Die saarländische Tundra oder was? Also, ja. Müssen wir doch einfach mal irgendwie auch ein Machtwort sprechen, so DFB, einfach mal sagen, jetzt hier, zweimal ist gut, beim dritten Mal machen wir es einfach halt dann in München oder in Dortmund oder in irgendeinem Stadion, wo es halt funktioniert, Frankfurt, keine Ahnung, irgendein Kompromiss halt. Aber gut, Saarland halt, ne? Was willst du machen? So, ich verbabbel aber die ganze Action, auf zur nächsten Hand. Hand Nummer 55, der Flop liegt schon. Drei Spieler. Schwab floppt hier das Top-Pair. Und wir haben Hitman hier mit dem Gutshot. 2,75 sind gebettet. Zurück ja. Ins Spiel zu kommen. Elversberg oder Homburg, genau. Ja. Also ich glaube, es gibt genug Fußballstadien im Umkreis oder in der Nähe oder zwischen Kaiserslautern und Saarbrücken, die erstligatauglich sind, wo man so eine Veranstaltung abhalten könnte. Also, Full Arch ist die Bet hier von Hitman. Der bleibt weiter auf dem Gaspedal. Ja, will der nachher noch irgendwas essen? Und ich glaube nicht, dass der Schwab. Wie lange machen wir denn das?
Das Schwab foldet. Mal so Richtung 5, 6 Uhr gesagt, irgendwie so lose. Also, muss ja auch Spielzeit so bis 6. Ja, 5 maximal. Ja, 5 ist auch okay, ich muss morgen früh raus. Ja. Also die schaffen es doch tatsächlich hier All-In zu gehen. Der River ist eine Karte, absolutes Jahrkart, die wird dem Schwab nicht gefallen. Gute Action hier von Hitman. Sieht beim Schwab hier auch an, das Ass gefällt ihm gar nicht. Nice Hand hier vom Hitman. Also Action, Aggressivität zahlt sich aus, das macht da richtig gut hier der Hitman. Nice Hand. So spielt man Poker. Gibt es gerade nochmal doppelt hier. Yeah, Heckenbutt ist der Meinung, das war stark gespielt. Nice Hand. Also sicherlich nicht die Hand des Abends, ist der aber Meinung, schon also das war stark gute gespielt. Hand. Gefällt mir hier, was der Hitman macht. Der hat Bock zu spielen, das merkt man ihm auch an. Also gibt auch zu Recht Applaus hier aus dem Chat. Hat er gut gemacht. Die Aggression zahlt sich aus. Genau, am Tisch wird noch diskutiert, ob noch was bestellt wird, wie lange wir streamen, wie lange wir heute spielen. Spielen wollten wir bis um 5, streamen sicherlich nicht so lang. Wir streamen ja immer so 2 bis 3 Stunden. 3 Stunden haben wir jetzt schon fast voll. Gut, mit dem Vorgeplänkel. Also effektiv sind wir gerade jetzt so 2 Stunden 40 oder so am Stream. Gucken wir mal, wie lange der Kevin Bock hat. Das muss ich natürlich nochmal abklären, aber mittags Couch und Poker. Also ich habe noch Bock, ihr habt noch Bock und für unser YouTube-Replay ist es natürlich auch gut. Solange die Runde gut läuft, lassen wir es jetzt einfach mal laufen. Die werden sich schon irgendwann melden, wenn sie nicht mehr wollen. Hand Nummer 56. Aber die Soße muss ja irgendwie... Ja, die Soße ist einfach. Ja? Mayonnaise, Ketchup, Senf und ein bisschen Gurken. Wasser. Wasser, genau. Ja, ja. Dann hast du die Big Mac-Soße. Naja. Ah. Also 4 Spieler hier. Flop kommt runter. Dame 9-4. Ja. Cash and Bar mit Top her. Schwab beim Bottenbär. Alle checken. Freie Karte am Turn. Die 5. Ja, die verändert jetzt in dem Fall nichts. Ist auch ein ziemlicher Blank. Da würde ich an Cash and Bars Stelle mal anspielen. Macht er hier auch. Halben Pot. Oh. Wir haben nur falsche Taste, Entschuldigung. Und Nico Mack als letzter in der Hand foldet hier auch, sodass Cash in Bar direkt hier die Hand mitzieht. Also die Hand gibt nicht viel her. Easy Game hier für Cash in Bar. So, und jetzt machen wir Stats-Pause, würde ich sagen. Nutzen wir noch direkt die Gelegenheit. Also das aktuelle Tableau. Cash and Bar, fast 4 Lagen im Plus, der hat weiter Action gemacht, hat hier die Draws gespielt und auch seinen Stack ausgebaut, auch wenn die Linie ein bisschen hoch und runter ist. Nico Mack jetzt nach der Riesenhand gegen Buttigol wieder im Plus 3,5 Lagen, der war ja wieder auf 0 runter. Vize noch eine Lage im Plus, Buttigol, ja, der ist bemüht, kämpft um das Plus und wir sehen Schwab, Hitman hier nach dem Cooler mit den Queens, 2 Lagen im Minus, da geht es mal richtig runter. Und bei Birk ist so eine einzige Talfahrt ein bisschen schade. Bei dem geht heute nicht viel zusammen in der Session. So, VPIP haben wir. Unverändert, die gleichen Spieler, Lewis ohne Ende. Und Nico Mark. PFR. So, ich sehe jetzt gerade, Kevin hat schon die Hand einfach weitergespielt, von daher brechen wir jetzt an der Stelle die Stats ab. Schade. Es fehlt dann nur in der Berechnung von den Outs. 100%. Achtung, Achtung, Stats-Licht beachten, Kevin. War doch eine, oder? Das war alles richtig. Bei Rot habe ich aufgehört und bei Grün habe ich gedealt. Herr Holger, rote Karte für dich. Ne, gelb erstmal. Ja. Bin ja gütig mit dir.
Achtung, Achtung, es gab kein Grün, es gibt wie ein Replay. Es war grün? Du hast auch gesehen. Sag doch was. Drauf geachtet. Die Hoheit liegt bei immer am Schiedsrichter auf dem Feld, nicht beim Videoschiedsrichter. Jetzt ist rot. Ja, genau. Jetzt gerade auch gesehen. Grün-Schwächen-Sehvermögen sollten vielleicht vorher angemeldet werden. Es war eindeutig grün blinkend, als ich dann auf Go geklickt habe. Also bevor es grün war, dann habe ich auf Go geklickt. Auf Preflow. 100%, ich schwör's. Kannst du im Replay angucken. 75 kennen? Und wenn's, dann musst du nächstes Mal zwei so Huber-Bubs da, Huber-Schuber-Dings da trinken. Ich mach dann, glaube ich, noch ein Signal in Zukunft. Dass es eindeutiger ist. Das war eindeutig. Halt mich nicht vom Handschnitt ab. Check, check, check. Nix. So, also kurz die Technik nochmal mit dem Kevin durchgesprochen, aber ich glaube, jetzt sind die Probleme hier gelöst. So, und wir haben wieder ein bisschen Action im Chat. Ah, der Benni ist zurück vom Mittagstisch oder Mittagsschlaf offensichtlich. Was schreibt er denn? Holger hat wieder ein Kameraproblem. Der in Gelb ist sehr in die Breite gezerrt. Das liegt aber auch an der Konfektionsgröße der gelben Textileinheit. Die ist... Öffner habe ich hier. Die ist passend zum Charakter. Auf alle Fälle sieht er schick aus hier und ist scharf im Bild. Menges und Heckenwitz, alle noch da? Kevin, der alte Pumper? Ja, ich glaube, der pumpt auch gar nicht mehr. Früher hat er mal gepumpt. Ne? Jetzt pumpt er vielleicht wie Maikäfer. Auf alle Fälle geiler Lieder, der Kevin macht da richtig gut. Der sorgt für richtig Action hier noch in der, im Endspurt des Streams. Zurück zum Pokerstream, bevor ich jetzt wieder hier zu viel babbel und die ganzen Actionhände verpasse. Kommt gut ins Stream rüber. Ja. Cash and Bar eröffnet hier die Hand nach dem Straddle von Buddy Goal auf 95. Der Schwab mit der 3-Bet am Button. Birk mit dem Call. Ah, das ist natürlich auch dünn hier mit seinem kleinen Pocket. Viel zu kleiner Stack hier bei Birk, um hier zu callen. Bei Buddy Gold natürlich jetzt anders die Situation. Ja. Hat hier 240 Big Blinds und die bringt er direkt rein. Das ist natürlich eine riesen 4-Bet Push. Bei den Stackgrößen sehe ich eigentlich auch erstmal so ein Race. Kann ich mir eher so 8 vorstellen. Cashbar foldet und der Schwab hat jetzt wieder die Entscheidung. Natürlich hier eine super, super Hand. Ace-Queen suited. Aber jetzt bei der Größe natürlich jetzt tough zu callen. Und jetzt steht plötzlich der Birk da mit seinem Mini-Stack. Und hat hier die Entscheidung gegen einen Spieler. Ist natürlich einfacher, die Situation hier. Ja, wieso haben die da noch frei? Als gegen drei Spieler oder vier Spieler hier Multiway zu spielen. Mit dem kleinen Pocket. Gucken wir mal, was er macht. Auch wenn die, der Preflop-Call schon sehr unglücklich war hier von Birk. Ja, bringt sie rein und vor Schreck fällt hier sogar schon dem Nico was runter. Also All-In-Call. Birk und Manolito, Zweier gegen Ace King. Also gegen die Ducks. Passt schon, da gibt es ja. Eigentlich, der muss ja Schlauke sein eigentlich. Oh, da kommt der König direkt. Du hast den Weh. Und nochmal ein King. Also, ändert nichts. Die 2 muss her.
9 am River. Also die Lage geht an Buddy Goal. Nice Hand hier. Und Cash and Bar hätte die 9er gehabt. Hätte hier auch den Pot klar gemacht. Ist ja klar, unsere Luckbox vom Dienst. Hätte hier natürlich gewonnen. Okay, also nice Hand hier für Buddy Goal. Obwohl ich die Raise Size oder den Move nicht gut fand. Also ich würde hier, glaube ich, eher... Oh, die Kamera ist wieder weg. Warum auch immer. Ich würde hier eher den Raise vom Schwab hier nur re-raisen. So Größenordnung 8 oder was. So drängt man halt eben so mittelstarke Hände raus vom Schwab. Die hier drei Betten. 7, 8 wäre eine gute 4-Bet gewesen. Größe. Das Birk hier preflop die 3-Bet stumpf callt hier mit Pocket Zweiern, ohne irgendwie Stack dahinter zu haben. Ja, sehe ich nicht, aber klar, also nach der Action würde ich dann wahrscheinlich auch nicht mehr folden, wenn ich schon so viel investiert habe und so viel Dead Money drin ist. Da geht es halt rein und entweder die 2 kommt oder die 2 erhalten oder halt nicht. Ist dann halt ein Coin-Flip an der Stelle. Für einen Buddy Goal Nice Hand macht er auch mal wieder einen Pot. Der hat nämlich in den letzten Sessions auch immer ordentlich bluten müssen. Ist für die Moral ganz gut am Tisch. So. Und Heckmann schreibt, Heckenwitz im Chat, nach der Hand bin ich raus, hab den Osterhasen im Klottertal gesehen. Hat er was versteckt für dich? musst du noch Eier suchen? Oder irgendwas Schokoladiges? Nee, er schreibt, ich verlängere doch noch etwas. Ja, also dann weiter gucken. Der Stream läuft noch und ist unterhaltsam. Hand Nummer 59. Cash and Bar, unser Action-Treiber, erhöht wieder. Heckenwitz haut ein dickes Prost raus an den Chat. Ja, Prost geht raus, Heckmann. Würde ich doch auch sagen. Stoße ich auch gerade nochmal an. Ich habe noch einen Schluck Weizen im Glas. Zum Wohle ins Klottertal. So, Flop kommt runter. Ass 6, 3. Wieder 2 Karo. Und wieder hat einer Flush-Draw. Das gibt's doch nicht. Cash and Bar hier mit der Conti-Bet, nachdem gar keine Action Preflop ging. Schwab callt hier. Der Turn bringt hier den Gutshot für Cash and Bar und den Treffer für den Schwab. Gucken wir mal, was draus wird. Schwab spielt jetzt hier an nach dem Check mit Treffer und Flushdraw. Und Cash and Bar will nicht weiterspielen. Ja. Nice Hand hier vom Schwab. Auch gute Entwicklung hier auf dem Board. Sieht da wahrscheinlich... keine Veranlassung der Cash and Bar hier gegen den Schwab in den Battle zu ziehen. Und ich merke gerade, ich habe die falsche Kameraperspektive angehabt. Entschuldigung dafür, ich war aufs Pokerspiel konzentriert. Das passiert auch mal. Deswegen war noch die falsche Kameraperspektive an. Ab der nächsten Hand geht es wieder weiter mit der richtigen, mit dem Automatikmodus. Ja, kurzes Zwischenfazit, wo wir jetzt so im letzten Drittel des Streams angelangt sind. Also ich bin sehr zufrieden. Technik läuft super stabil. Bild stabil, Ton stabil, glaube ich. Alles stabil heute. Gefällt mir gut. Also richtig gut. Unser Umbau hat funktioniert. Kommt jetzt im Bild zwar nicht raus, aber wir haben am Samstag hier von morgens 8 bis abends um 7 die Poker-Location umgebaut und Schränke aufgebaut, Kabel neu verlegt und gemacht und getan. Aber es läuft alles, finde ich gut aktuell. Unser Setup ist stabil und der Stream läuft in echt guter Qualität. Bin ich sehr zufrieden mit. So, jetzt haben wir wieder die nächste Action-Hand hier. Jetzt steigt Björk mal ein von Race. Kriegt hier Big Blind. Ich habe irgendeinen Sound, irgendwas kam rein. Das ist, glaube ich, ein Hype Train. Meister Pro. Hype Train, ja. Ich habe schon ordentlich reingebildet. Ja, aber wenn ich jetzt gerade einen Hype Train habe. Und der Menges hat es übernommen. Ich sehe gerade, Baumeister hat ein Abo rausgehauen. Vielen Dank, Baumeister. Danke. Sehr gut. Wird lobend erwähnt beim nächsten Pokerabend. Wirst du nochmal gelobt. Jetzt vielen Dank dafür. Sehr schön.
Also, läuft gut. Eben die Stream-Entwicklung geht vorwärts. Und ich glaube auch, das Feedback, das wir als kriegen von den Leuten, ist mehr als positiv. Genau, was weniger positiv ist, ist die Handentwicklung hier für den Birk an der Stelle. Der hat total verpasst, nachdem er hier Open geraced hat und kommt hier gar nicht auf den grünen Zweig irgendwie. König 5 war jetzt auch eher so eine ja, mittelgute Hand hier, um in die Hand einzusteigen und bei dem Flop ja, sowieso nichts getroffen. Also da kann er auch nicht weiterspielen und der Schwab greift ja einfach den Pot ab, das macht er gut. Haut sich hier die Chips rein, beziehungsweise haut sie raus und haut den oder greift den Pot ab. So ist doch die Wortwahl richtig. Ja, für Birk läuft jetzt bei der Session noch nicht wirklich viel zusammen. Wir werden es auch dann gleich nochmal sehen beim nächsten Graphen und dann mal gucken, wie denn das Zwischenfazit ist. Ich werde es gleich nochmal abklären, wie lange wir denn überhaupt noch streamen heute, wie lange die Spieler noch spielen wollen. Der Cash-Bar ist gerade hier, dann checke ich es gerade mal ganz kurz und dann schauen wir mal, wie lange es noch weitergeht. Weiter zur Poker-Action. Also, Cash & Bar hat es gerade angesagt. Wenn er am Button ist, dann gibt es die nächste Stats-Pause und dann werden noch zwei Orbits gespielt. Also dann haben wir nochmal 14 Hände. Die sind heute richtig motiviert. Und dann ist Stream-Ende. Ich denke mal so halb, dreiviertel Stunde läuft das Ganze dann noch. Und dann ist der Pokerabend für heute gelaufen. Bra Maroon, vielen Dank fürs Zugucken. Schönen Feiertag noch. Und bis in 3 Wochen, genauso sieht es aus, 20. April. Da knallt es richtig hier im Stream. Könnt ihr euch schon mal alle hier im Kalender anhaken. Ne? Da geht richtig was. Bra Maroon am Tisch. Weiter geht's. Hand Nummer 62. Ja, man merkt auch, die Action lässt so ein bisschen nach, wollte ich gerade sagen. Die Spieler limpen jetzt vermehrt rein. Liegt auch daran, dass die wesentlich deeper jetzt alle sind. Da spielt man tendenziell ein bisschen entspannter. Außer Birk, der bleibt hier bei seinem Short-Stack-Versuch. Ass-4 will er hier die Dead Money abgreifen. Kriegt aber einen Call von Nico Mack. Und der Schwab macht auch mit. Also potenzieller Dreifach-Triple-Up hier für Birk. Drücken wir ihm mal die Daumen. Hoffen wir mal, dass der Kevin ihm was Günstiges gibt. Ja, das sieht jetzt nicht so aus. Dame 7-3. Check, check. Okay, ich glaube, Nico wird kein zweites Mal checken, kann ich mir nicht vorstellen. Vor allem jetzt mit dem Karo, das draußen ist, wird er hier sicherlich nochmal ansetzen. Der Schwab jetzt hier mit dem Karo 10er weiterspielt, zumindest überlegt er. Nee, er foldet. Okay. Ja, also Nico hat hier die Dame und Birk braucht das Ass oder die 2. Ist aber noch live hier an der Stelle. Die 2. 2 Karo. Oder die Karo. Ass oder 2.
Also Kevin, komm, hau was raus für den Birk. Über einmal oder zwei? Was war's? So? Ein kleines Karo. Patch gehabt. Karo schon, ja. Hau was raus, Kevin. Sechs Hilfe. Aus kommt drin raus. Sechs Hilfe. Ja, das sind viele. Die neun. Ah, die sechs hat auch noch geholfen. Also viele Straßen aus hier für Birk, aber. Eine Burn, oder? Alles glaube ich. Aber ja. Karo. Ja, im sechsten, Durchlauf erst im Kompetier. Ja, der hat halt einfach kein Glück. Das ist ein bisschen tragisch irgendwie für den Birk. Spielt auch einen Ticken oder eine Tendenz zu loose für die Runde, beziehungsweise Preflop einfach zu loose mit dem kleinen Stack. Da kommst du, glaube ich, auf keinen grünen Zweig mit der Taktik bei so einer Runde. Da musst du, glaube ich, eher mit kleinem Stack tight spielen und dann versuchen, einfach zu doppeln. Wenn du da irgendwie die ganzen Gurkenhände dauernd die 3-Bet, 4-Bet scrollst, kommst du nicht voran. Außer du spielst dann halt mega deep und wirst dann halt ausgezahlt, wenn du halt eine große Hand hast. Aber, naja, der Birk spielt den Stil und ja, muss er auch mit den Konsequenzen klarkommen ein Stück weit oder leben an der Stelle. Bleibt dabei, Kevin dealt auf alle Fälle ziemlich viele Setup-Hände oder gute Kombinationen, Konstellationen, die Action in die Runde bringen. Und das ist auch gut so. So, nach der nächsten Hand oder nach dieser Hand machen wir auf alle Fälle einen kurzen Stats-Break. Dann zeige ich euch wieder die aktuellen Statistiken. Und die sind eindeutig. Mal jetzt foldet der Birk an der Stelle. Pizza steigt ein, mit dem Raise natürlich. Ja, Pfeifenwix oder Heckenwitz. Letzte Hand für dich, sehr gut. Birk. Ach, da war das der Schwab, der gefoldet hat. Habe ich falsch gesehen. Birk bleibt dabei natürlich. Jetzt hat er 20 nachgeladen. Hat er mal ein bisschen mehr hinten dran. Ass hoch, das Board. Vize mit der Conti-Bet. Und Birk mit dem schnellen Fold. Das gibt uns doch die Gelegenheit, hier die Stats einzublenden. Also. Nochmal kurz hier nachladen, genau, da hat sich nichts geändert. Also, Nikomak, 5 Lagen im Plus. Aber das ist halt auch wirklich nur so lokal, das geht schon halt nur so. Ja, da merkst du wirklich, wenn du das so schön aus der Flasche und richtig wegziehen kannst. Nikomak, 5 Lagen im Plus. Cash in Bar, 3,5 Lagen im Plus. Buttigo in Lage im Plus. Vize im Plus. Und Hitman 2 Lagen im Minus. Bei Birk geht es schon richtig runter die Rutsche. Leco Mio. Adios an Heckenwitz ins Glattertal. Viel Spaß beim Osterfest. So, VPIP unverändert. Die Spieler haben sich jetzt eingegroovt aktuell. Da ist nichts passiert. PFR auch unverändert. Cash in Bar ganz vorne. Winrate, Cash in Bar, Hitman, Schwab, Nikomak und Birk. Dem ist heute auch wieder das Glück nicht hold. Aber gut, so ist es. Weiter geht's mit der Hand. Jetzt ist grün, Holger. Jetzt ist grün, Kevin. Das ist richtig. Ja, sachlich richtig, genau. Hat er richtig erkannt, der Kevin. Jetzt ist grün, genau. Nicht wie vorhin, da war nämlich rot. Jetzt ist grün. Ich sehe, dass grün war, gell? Ja, ist schon wieder blau, kann ich wieder trinken. Vorhin genauso. Also Doppelstraddle. Cash and Bar am Button. Er limmt hier noch rein. Zwei Spieler. Ass hoch ist das Board. Batigol hier mit seinen Queens. Dem wird das Ass natürlich nicht gefallen, zumal der Hitman hier weiterspielen kann auf dem Board. Mit seinem Open Ender natürlich ideal. Spielt hier auch von vorne an. 75 natürlich viel zu klein, um hier das Ass zu repräsentieren. Würde ich doch eigentlich auch tendenziell eher größer setzen. Die 3 ist jetzt eine Blank am Turn. Gucken wir mal. Batigol wieder 75. Da würde ich als Hitman wieder 75, als Buttigold würde ich natürlich immer callen, da kann ich nie folden. Das sieht ja echt so nach, ich will billig drawn. Die 7, natürlich jetzt nicht so eine geile Karte, aber bei 75
Kannst du einfach nur runtercallen. Hilft ja nichts. Und macht er hier auch und sieht, dass er gut ist mit den Ladies. Queens halten für Buddy Goal. Ja, immerhin 80 BW Pot. Ja, kann man sogar überlegen, noch irgendwie ein Race auszupacken hier für Value. Irgendwie, wenn der Gegner wirklich dreimal da so unmotiviert die 75 rein donkt, das sieht doch alles schon aus, als wollte er billig die nächste Karte sehen. Also das sieht man schon deutlich. Real Kur, das Schwabengitter hat wohl ein Loch. Ja. Wer auch immer du jetzt bist, wenn du Schwabengitter kennst, dann kennst du auch unsere Runde. Das hat offensichtlich ein Loch heute gehabt oder an Ostern. Der Sahara-Staub hat Schwabengitter durchlässig gemacht und der Schwab ist herabgestiegen aus dem Haigerloch, aber er macht sich ganz gut in der Runde, auch wenn er nicht das meiste Spielglück hat. Muss man sagen, spielt er doch trotzdem heute wie immer sehr solide. Das ist so eine Grundeigenschaft vom Schwab. Solid Poker Player. Unser ehemaliger Weltranglisten Erster. Bringt ihr einer mit oder hat jeder seines zu Hause? Nee, die holen wir dann aus dem Keller. Und dann haben wir zwei große Trageboxen halt. Mhm. Ja, also kantig kann man den Schwab, glaube ich, schon nennen am Pokertisch. Den schubst man nicht so einfach rum. Dafür spielt er schon viel zu lange Poker. Und im Vergleich zum Nico Mack, Online-Pro ist vielleicht der falsche Ausdruck, aber der hat schon sehr viel online gespielt. Also der weiß schon, was er macht am Pokertisch. Nico Mack eröffnet hier und wie auf Zuruf greift der Manu hier ein und dreibettet hier am Button. Das merkst du dann schon, wenn du dann deine sechs Spiele hinter dir hast, dann wird alles schwer. Wie ist das dort organisiert? Buddy-Goal hier mit den Suited Connectern? Das abends ist, kannst du reinbuchen, also bietet die Gastmannschaft halt abends. Callt hier. Ja, die drei Spieler sind jetzt auch ordentlich deep. Kann man auch machen hier, Prefab. Also drei Spieler. Junge drei, Junge und zwei Kreuz. Also kein schlechtes Board hier für Buddy Goal. Auch kein schlechtes Board hier zum Conti-Betten. Meistens aber tatsächlich Buffet. Also wir machen es ja auch hier. Wenn wir letztes Jahr austragen, dann ist es Buffet. Mit dem Treffer, natürlich mit der Conti-Bett. Ein Teil der U50 Woche vorher in Hagen bei der U45. Und folden sehe ich ein Buddy Goal hier nie. Also kann ich mir nicht vorstellen, dass der Buddy Goal hier den Fold-Button findet oder den Fold-Button drückt. Der liegt Ausrichtung optisch. Ja, wir haben letztes Jahr. Genau, jetzt haben wir erstmal 4-5 Jahre. Wahrscheinlich wieder in 4 Jahren. Dann haben wir die U60. Wo war die letzte? Beim OSC oder beim... Nee, doch, macht er. Ist die Conti bei ihm zu groß? Da will er auf dem Paired-Board nicht weiterspielen oder weiter drawn. Interessant. Und der Schwab macht hier... Gut, er hat auch die beste Hand natürlich. Mit dem Pärchen Dreier den Pot klar. Also nice Hand, Manu. Wieder mal stabil gespielt. So spielt man Poker. Buddy Goal muss man natürlich die Frage stellen, wenn ich Preflop hier... die 3-Bet Cold Call mit 4-5 Suited und floppe hier ein Flush-Draw. Warum spiele ich nicht weiter? Was muss ich floppen, um dann überhaupt weiter zu spielen? Also Flush-Draw ist ja dann quasi schon mit einer der besten Hände, die ich floppen kann. Klar, ich kann Two-Pair-Trips, was auch immer. Ich kann eine Straße floppen mit 4-5, aber also Flush-Draw ist ja offensichtlich eine der Möglichkeiten, auf die ich spiele pre-flop. Wenn ich dann einen Flush-Draw kriege, warum spiele ich dann nicht weiter? Das muss man sich dann schon fragen. Vor allem, wenn sie jetzt so deep sind, wie sie sind. Aber gut, den Schwab wird es jetzt nicht ärgern oder grämen, dass er hier einfach mit seinem Dreierpärchen den Pot macht. Also nicht komplett ausgetauscht. Da hat er doch schon noch viele Outs gegen sich gehabt, die er hätte dodgen müssen, wenn der Buddy Goal hier weiterspielt. Macht er an der Stelle aber nicht. Ist dann vielleicht auch so ein Setzgrößending. 450 ist ja dann schon bei der Action bisher eine substanzielle Bet. Dass er sich da eher von der Bettgröße leiten lässt, als jetzt von den tatsächlichen Odds. Aber grundsätzlich natürlich sehe ich da nie einen Fold. Aber gut. Hand Nummer 66 ist jetzt ein bisschen weniger Action. 1,80 Preflop im Pot und Junge 10,4 sind gelegt. Hitman floppt hier natürlich überragend. Ja, gut. Du Pair.
Und Buddy Goal hier mit Top Hair und guten Kicker. Project. Turn ist die 2. Lang. Nee, ich meine jetzt so ausschließlich die Kraft. Genau, und da setzt der Buddy, der hinten dann schon 1,50. Im Prinzip kommt es darauf an, was da drunter ist. Ja, der 5 vom River, ja, auch noch mit Lang. Doch, doch. Das muss aber ein bisschen größer setzen hier, der Hitman. 2,25 ist halt auch schon sehr konservativ. Ja, interessant hier, dass der Hitman hier nur 1,50 und 2,50 anspielt. Nee, zweimal 1,50 Turn River. Vorhin in der Hand, als er selber gedrawt hat, hat er nur 75 gespielt mit seiner ganz schwachen Hand. Jetzt nur 1,50 mit der stärkeren Hand. Also ist schon so ein bisschen Muster drin. Hitman will immer günstig drawen und dann aber auch traut er sich nicht so richtig zu setzen, wenn er hier Two-Pair hat. Auf der anderen Seite haut er halt auch mal öfters die Lage rein. Also ist ein bisschen nicht so einfach zu lesen beim Hitman. Insgesamt. So oder so hätte er hier noch ein bisschen mehr rausholen können von Buddy Gold, denke ich auf alle Fälle. Wenn er da einfach größer gesetzt hätte am Turn, kann er da schon 3 setzen. Am River dann nochmal 5 oder was. Das wird der Buddy Gold auch auf alle Fälle einfach runtercallen und da gar nicht lang überlegen. So oder so. So, und was macht der Kevin jetzt hier? Da hat er, glaube ich, jetzt gerade die Karten verwurstelt und der Pot wird nicht richtig zugeordnet. Genau, das ist auch noch so ein kleiner Bug bei unserer Software. Solange die Hand noch aktiv ist, werden die Karten noch eingelesen. Das heißt, wenn du mit den Karten über den falschen Reader gehst, vom Gegner, der noch drin ist, wie jetzt in dem Fall, dann kann es sein, dass die Hand zum Gegner rüber wechselt und dann der Pot falsch zugewiesen wird. Das war jetzt der Fall, weil der Kevin die Karten falsch rübergelegt hat. Genau. Er korrigiert es aber gerade, dass der Gegner oder der Hitman den Pot kriegt. Ich hoffe, das kriegt er hin. 1,50, 2,25. Ah, okay. Na, das ist gut. Wir sind das insgesamt. Ja, die diskutieren das jetzt aus. Also, habe ich ja schon etwas erwähnt, unsere Software ist noch nicht final. Da gibt es noch so ein paar kleine Schwächen. Das ist eine davon. Deswegen muss man auch ab und zu nochmal so einen kleinen Chipcount machen. Ist aber auch bei den anderen Livestreams so, wenn man jetzt irgendwie Hustler Casino guckt oder Lodge Poker, sind ja so ganz bekannte Livestreams, Poker Go auch, da passiert das auch, dass da mal der Pot nicht stimmt oder der Stack nicht stimmt, dann korrigieren die das noch im laufenden Stream. Das Einzige, was man da immer bedenken muss, da sind viel mehr Leute beschäftigt oder engagiert, die das parallel machen. Also da gibt es halt immer so einen Floorman, der macht dann kurz den Stack oder über Videokamera machen die kurz den Stack und geben das einfach im Hintergrund ein. Das kriegt man gar nicht mit, aber ganz oft stimmen da diese Größen nicht oder das Falsche wird angegeben oder eine Karte wird nicht eingelesen. Also wenn man das mal aufmerksam verfolgt, da sind schon die gleichen Fehler wie bei uns am Start. Aber die fallen einfach nicht so auf, weil wir einfach viel mehr Leute haben, die das einfach regeln. Da gibt es einen für den Tisch, da gibt es einen für das Licht, da gibt es einen für den Ton, da gibt es einen, der die Eingabe macht, da gibt es einen Regisseur und einen Kommentator und. Also die haben da schon richtig Leute am Start für so eine große Produktion. Das sind natürlich andere Umstände. Genau. Hat auf jeden Fall jetzt auch nicht gestimmt am Schluss. Ja, aber egal. Ja, Kevin, ja, das lässt sich jetzt auch nicht mehr ändern. Ist ja jetzt geschehen, ne? Gut, okay. Ich lasse euch mal mit der kommenden Hand allein. Ich muss nämlich mal ganz kurz für kleine Pokermoderatoren. Und dann sind wir quasi schon in den letzten 10 Händen, glaube ich, des Streams angekommen. Also bis gleich. Automatikmodus läuft. Viel Spaß. Dadurch, dass ich darüber geslidet habe, ist bei ihm eingelesen worden. Ich habe es nicht gemerkt in der Sekunde. Und dann hat es und wenn man dann zurückgeht, dann macht es ja alles falsch irgendwie so. Ja, der Pot ist dann schon zugewiesen. Und dann kommt irgendwie Minuspot und sowas plötzlich dahin. Okay. Ich habe dann nicht gewusst, ich habe dann einfach versucht quasi die neue Füße zu Ich glaube aber, dass es dann am Schluss. Er hat kommentiert. Ich glaube, dass es am Schluss aber keine. Also nicht gut ist stand, also ich glaube, dass er nichts verbessert hat, weil er hatte dann völlig falsch das Ding. Wahrscheinlich, weil durch das Problem wurde, glaube ich, dann mehrfach gebucht. 30, 50, 31, 50. Ja? Jo.
Ja, sind auch so. Also ich glaube, ich habe jetzt irgendwie wahrscheinlich was generiert. Durch dieses Problem. Jetzt wahrscheinlich immer den Pott nochmal neu. Glaube ich. Aber gut, genau. Ja, also jetzt, Zauber Smart Welt ist nicht. 10 Hände oder was sind das jetzt? Genau. Einmal Stats oder willst du einmal auslassen? Stats? Stats, machen wir. Okay. Ja, erst nachher, oder? Ja. Ja, aber schon. Dann ja. Mach ich. Vergessen. Karl ist total langweilig. Ich konzentriere mich auf After Stream. After. Ein bisschen was. After Stream. Oha! Ich dürfte mit für die meiste Action gesorgt haben. Ja, weil der ist halb Stunden. Ja, das ja. Kevin halt. Wo du halt gedealt hast. Ja, ja, ja. Kevin halt. Das ist schon fast eine halbe Stunde. Nicht nur halb. Toll. Ich glaube, du hast mehr Action, als du gedealt hast, weil du jetzt da sitzt schon. Ja. Ein Einschläfer so ein bisschen, gell? Nö. Ja. Oder wir holen uns alle nachher was auf dem Heimweg zu essen. Heimweg? Ja. 4,95? Mhm. Ich weiß nicht, was da noch kommt. Oder könnte. Wie schnell ist der Mike hin? Am Feiertag. Kommt halt an. Kann besser fahren. Wir brauchen anderthalb Stunden. Wir haben nichts anderes verkauft. Wir haben noch einmal bei diesen Burger. Dann muss ich sagen, dann ist es ein Prio 1, hallo? Schon, also du bist Dauerkarten. Dauerkarten? Ja. Dauerspeisekarten. Dauerspeisekartenbesteller. Hast du Freistempelkarte? Nee. Ist der Dauervoll, weil ich gesagt also. So, da komme ich gerade zurück an den Moderatorenplatz und sehe hier schon einen riesen Pott hier. Nico Mack hier am Flop mit der Bet und Vize hier mit dem All-In-Move. Ja, nice Play hier von Vize, ohne jetzt die Preflop-Action gesehen zu haben. Nice Play. Ja, genau. Ich glaube, jetzt weiß ich auch, wer der Zuschauer Real Kur ist. Das kann nur einer sein. Die Dings sind auch nicht schlecht von Arca, die großen Fachwissen. Okay. Ja, nice Hand hier vom Vize, ohne den Anfang gesehen zu haben. Ich bin mir jetzt auch nicht gerade sicher, ob das jetzt eine gute Idee war, in diese Kamera zu blinken. Wahrscheinlich kriege ich da noch ein kleines Video oder irgendwas zurück von der Geschichte. Aber gut, gehört dazu. Als angehender YouTube-Star oder führender YouTuber im deutschsprachigen Raum muss man das Risiko einfach eingehen, dass man auch mal irgendwie ein Video oder irgendwas bekommt. Ja. Genau. Und viel fehlt ja nicht mehr, dann sind wir deutschsprachig auf alle Fälle der größte Pokerkanal, den es gibt und weltweit auf alle Fälle dann auch, wenn wir auf Englisch umstellen. Wahrscheinlich machen wir das dann zweigeteilt auf zwei Kanälen. Müssen wir mal gucken. Ich habe da schon große Pläne für die Zukunft. Also kommt alles, kommt alles. Weiter geht's. Hand Nummer 68. Endspurt. Ich weiß gerade nicht was, aber ich habe AD habe ich hier. Lass los. Das ist gut. Aber nicht die eine. Nicht. Birk mit dem Open Race. Hitman called und Schwab schließt die Action hier ab mit seinen suited Karten. König, König 3, das Board. Keine Karos. Ja, Birk verpasst hier die Conti-Bet. Das übernimmt hier an der Stelle Hitman. Ja,
kriegt hier den Birk aber nicht zum Folden. Die 4 ist auch eine ziemliche Blank. Kannst du noch was essen, oder? Ja, vielleicht 5. Ich weiß gar nicht, wann die am Feiertag aufmachen. Weißt du das gerne? Gucken wir mal. Hitman bleibt auf dem Gaspedal und die zweite Bett führt hier zum Erfolg. Habt ihr schon mal gesagt, Aggression zahlt sich aus am Pokertisch und ja, Hitman reibt den Gegner noch so ein bisschen rein. Macht er nicht schlecht, der Hitman. Also, macht er nicht schlecht. Okay, und ich glaube, Menges hat das Clip-Feature für sich entdeckt. Ich könnte mir vorstellen, da werde ich noch einiges in Zukunft ertragen müssen. Aber ist ja auch so, ich nutze es ja selber auch fleißig, um unsere Spieler so ein bisschen, ja, sagen wir mal, bisschen in Szene zu setzen. Und ist ja jeder Teil des Streams. Auch du, Menges. Also, wir haben genug Material, da kommt in Zukunft sicher noch das eine oder andere auf uns zu. So langsam kommt nämlich einiges zusammen. Also muss ich immer wieder feststellen, wenn ich die Sachen durchgucke, da haben wir schon richtig geile Sachen. Ja, ja, Menges, da ist schon einiges vorhanden an Material. Ich freue mich, wenn ich bei den nächsten Streams, ich hoffe, ich kann das irgendwann mal vorbereiten, nochmal so ein bisschen rückblickend noch ein paar Sachen mache, eben so 2018, 2019, so die Anfänge des Streams, da haben wir schon so ein paar echte Schätze. Da muss ich nochmal was zusammenschneiden aus unserer Vergangenheit. Ja, Elstal CPD zum Beispiel. Da gibt es echte Schätze gibt es da, ich sag's euch. Hand Nummer 69. Ich bin einmal hier unten. Ich will da zeigen, was der kann. So. Grüße. Schwab hier mit dem gefloppten Flasch. Schade. Macht hier die Bett und alle Folien leider. Schade, Schokolade, sagt er. Aber kann man machen, nix. Wenn keiner was hat, dann kann auch keiner was callen. Farbenflash gab's auch noch. So, eine Hand noch, dann gibt's die nächsten Stats. Farbenflash gab's auch. Schauen wir mal. Genau, aber so ein paar Oldschool-Highlights will ich auf alle Fälle zusammenschneiden und dann auch in den Stream einbauen. Schauen wir mal, wann wir das hinkriegen. Aktuell sind für mich die anderen Videoprojekte, Vlogs zum Beispiel, ein bisschen interessanter oder haben Priorität. Muss man immer ein bisschen abwägen. Hat es ja angekündigt, Vlog 2 haben wir rausgehauen auf YouTube. Jetzt haben wir diesen Poker-Location-Umbau gemacht, den man in dem Bild nicht sieht, aber der trotzdem ein Riesenschritt ist. Da gibt es auch nochmal einen Vlog zu. Den versuche ich am Wochenende fertig zu machen. Und dann habe ich ja immer nochmal ein Wochenende vom nächsten Stream. Und dann kann ich vielleicht nochmal ein paar Sachen, ein paar Einspieler vorbereiten und zusammenschneiden. Wir schauen mal. Vorflash gab es. Vorflash. Gab es tatsächlich, aber auch ganz weit unten angesiedelt, aber theoretisch haben wir auch mal zwischendurch gespielt, ja. Bin gar nicht. So, Preflop, Nico Mark gewinnt, Hand Nummer 71. Und damit gehen wir über in die nächste Stats-Session. Also Nico Mack immer noch vorne im Leaderboard. Cash and Bar hat sich nicht viel getan. Vize, Batigol. Der Einzige, bei dem sich konstant was tut, ist tatsächlich der Birk. Also das ist wirklich eine gerade. So. Nee, doch, so ist richtig. So ist richtig, ja. Genau. 90 glatt, 9 Lagen im Minus. Leider läuft für den Birk nicht so viel zusammen. Spiegelt sich auch wieder in seinem Vorpip, 70%. Der spielt halt einfach viel zu viele Hände oder halt auch viel zu loose dann Preflop bei den großen Raises. Da verschenkt man einfach viel zu viel Geld auf Dauer im Schnitt. Nico Mack, immer noch aggressivster Spieler hier. Damit Cash in Bar und bei der Winrate ist Hitman jetzt ganz vorne. Der hat einfach ein paar No-Showdown-Winnings. Das hilft natürlich enorm auch für die Winrate. Macht er gut, der Hitman. So, weiter geht's. Letzter Orbit, Leute. Würde ich sagen. Letzter Orbit. Ständig am Zählen gewesen. Zack, 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 zack. Die ganze Zeit. Zack, 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 zack. Ich habe das natürlich alle gut gekonnt. So eine Oma-Harunde da war.
Achtung, Achtung, letzte Orbit, Leute. Da noch Glücksbär. Leute. Glücksbär da noch. Stimmt, das haben wir noch gar nicht gespielt heute. Stimmt, ja. Race of Blood 3. Funktioniert nicht eh. Wo ist denn der Batman? Achtung, Achtung, Leute, glückliches Paar ist OK. Glückliches Paar. OK. Was? 3-2. Habt ihr Stats gemacht gerade? Ja. So, in Hand Nummer 71. Willst du der Schwab nochmal wissen? Nach 3 Limper hier haut er mal ein ordentliches Race raus. Finde ich gut. Die Größe finde ich auch gut im Small Blind. Vor allem, wenn die Spieler jetzt Ende von so einer Session nur noch anfangen zu limpen. Das ist auch so ein typisches Symptom, sage ich mal, von so einer Pokerrunde. Dass hinten raus die Spieler doch träger und müder einfach auch werden und dann wirklich so die Limp-Quote eigentlich steigt. Dann Limp-Callen die einfach alles. Alles ohne Ende. So, wir haben 5 Spieler. Flop ist 8-5-2. Getroffen hat so richtig keiner. Birk jetzt mit der besten Hand. Ja, schafft es aber immer noch hier, nur so klein anzuspielen, anstatt jetzt einfach da die Lage reinzubringen. Das macht ja auch gar keinen Sinn. In dem Fall Glück für ihn, dass die Spieler einfach keine Hand haben, die gegen ihn anspielen kann. Aber mit 3,50 in den Pot, da gibst du den Gegnern halt unendliche Odds. Also selbst hier, der Schwab als Letzter schließt die Action ab, hat hier immer noch 16%. Also ist, die Bet ist natürlich eine Vollkatastrophe. Und jetzt auch der Check ist eine Vollkatastrophe. Ich denke, wenn der Schwab jetzt anspielt, dann foldet der Birk am Ende noch. Wenn der Schwab das Ass hier anspielt und der Schwab überlegt auch tatsächlich. Nee, abbringen nicht. Die sind, glaube ich, nicht was drin. Achso, hast du noch drei? Ja, so viel. Ja. Ich bin gerade aufgefallen. Ja. Könnte ich mir sogar vorstellen. Ah, schade. Ja, das hätte ich jetzt gern gesehen. Was macht der Birk, wenn der Schwab hier die 3,50 anspielt? Ja, und Schwab muss hier folden, beziehungsweise macken. Natürlich eine Vollkatastrophe die Hand. Also wenn, dann erstens Preflop rein, zweitens am Flop rein nach der Action, drittens am Turn, nicht 3,50 in, was waren das? 15,50, also ja. Der Schwab sagt es gerade, du foldest halt trotzdem nicht mehr. Ich glaube, der hätte noch gefoldet jetzt mit dem Ass. Also das ist natürlich katastrophales Play. Aber freut mich trotzdem für Birk, dass er jetzt endlich mal einen Pot zieht, weil der hat jetzt echt heute so richtigen... Halt, ich muss ja so, ne? Nee, halt von da dahin. So geht die Kurve. So geht die Kurve. So einen richtigen Downswing. Für den ging es ja nur bergab. Freut mich, dass er jetzt mal einen Pot macht und hier seine Lage verdoppelt. Ist auch mal mental wichtig, mal einfach einen Pot zu ziehen und mal am Pokerspiel teilzunehmen. Mit Ei. Hasenfleisch. Geil. Sophia. Falscher Hase. Falscher Hase. Sophia Loren heißt, da hieß die Pizza früher. Mit Ei. Echt? Ja, Sophia Loren. Wie viel? 95. So, 2 Spieler, Heads up. Board kommt runter, 9-7-5. Ja, Hitman trifft hier, gucken wir mal, ob die Action weitergeht. Hitman spielt seine bekannten 75 an, wenn er die nächste Karte sehen will. Und das erkennt jetzt auch hier an der Stelle der Cash in Bar und will die nächste Karte teuer machen. 2,75. Ja, jetzt sieht die 7 schon nicht mehr ganz so interessant aus. Ah, doch, Hitman zahlt hier weiter. Turn ist die 8. Ja, das ist natürlich jetzt so ein bisschen eine Scare-Card hier für den Cash im Bar. Spielt jetzt eher dem Hitman rein. Der spielt jetzt auch 3 an. Drei.
glaube nicht, dass er Cash and Bar hier weiterspielt, auch wenn er schon weiß, dass der Hitman hier wahrscheinlich keine mega starke Hand hat, aber oh doch. Er versucht's. 8,10 ist die Bet. Ah, nice, natürlich gutes Play hier. Dann müsste jetzt aber der River natürlich eine absolute Blank sein, damit der Hitman hier noch foldet. Keine Ahnung, so eine Karo 2 oder so am River. Dann könnte der Cash and Bar hier All-In gehen. Dann wird er ihn hier noch zum Folden kriegen. Aber der Hitman überlegt. All-In. Und raised All-In. Und Cash and Bar guckt erstmal. Er starrt zum Kontrollmonitor, wie viel das denn überhaupt ist, ob er hier irgendwie noch weiterspielen kann. Und da gibt es natürlich keine Option mehr, hier weiter zu spielen. Also gutes Play hier von Hitman. Selbst wenn der Gegner hier Overpair oder sagen wir mal Two-Pair ein Set hat, hat der Hitman hier so viele Outs gegen alle möglichen Hände hier bei Cash and Bar, die hier raisen würden am Turn. Ich habe Mega-Outs. Sagt sie auch, ich habe Mega-Outs, genau. So, zeigt der Kevin den River noch? Ja, da wäre sie gekommen, die Karte für den Bluff. Das wäre eine Karte gewesen. Also, wäre eine Karte gewesen für den Cash and Bar, wenn der Hitman hier nur called, am River All-In zu stellen, dann hätte er den Hitman von der Hand noch runter bekommen, denke ich zumindest. So natürlich starkes Spiel von Hitman, macht er gut. Hat ja auch Top-Outs und Top-Hand, also unfoldbar, macht er richtig gut, kriegt da einmal mehr. So spielt man Poker. Macht er gut, so spielt man Poker. Aber auch Cash and Bar hat es hier versucht, hat einen Hitman eigentlich schon auf die richtige Handstärke gesetzt. Hat ja schon erkannt, Hitman hat noch keine fertige Hand, ist hier selber noch am Drawn. So ein bisschen beim Hitman, glaube ich, ein Setzmuster-Ding, wenn du oft gegen den spielst, kann man sich schon so ein bisschen ableiten, was er hat und was er spielt. Von daher, gute Action, nette Hand. So, und Kevin muss noch umschalten auf die nächste Setzrunde, hat er gemacht. Weiter geht's, Hand Nummer 73, unser Endspurt. Vize steigt mal wieder ein in der Hand. So, haben wir auch lange nichts mehr gesehen. Der spielt heute ein bisschen kontrollierte Offensive, war ja auch in Griechenland, dem Land von Otto Rehakles, dem großen Meister der kontrollierten Offensive. Also da hat er sich wahrscheinlich gedacht, das macht er heute auch mal. Vize eröffnet hier, Birkules mit der 3-Bet am Button, die auch recht groß ausfällt. Wird von Vize gecallt, zwei Spieler Heads up und Dame 6-4. Beide verpassen und checken hier. Ja, verpasst der Birk die Conti-Bet. Ja, macht aber nichts, wird trotzdem belohnt am Turn mit dem König. Spielt an und da wird der Vize direkt die Hand entsorgen. Hat hier keine Möglichkeiten mehr, außer dem blanken Ass. Ja, hätte man wahrscheinlich am Flop auch noch gut anspielen können hier. Also das Board gibt zwar einen Flush-Draw her, aber auf alle Fälle ein Board, dass du Conti-Betten kannst. Stimmt, wenn man das gespielt, ich habe schon das OK dafür. OK, genau. Für das. Ja, das Osterpair, das Glückspair wird gespielt heute. Es gibt Döner, Mr. Döner gibt es Döner. Salat mit allem. Döner Teller gibt es, glaube ich, auch. Der war früher mal bei 4,50. Oh, das war schon lange. Döner-Teller. Ja, ja, 4,50 haben wir immer geholt bei Rominger. Immer Döner-Teller. Ja, jetzt ist er bestimmt bei 10. 14,50. Ist das ein Bett? So, Schwob eröffnet hier. Buttigol nur mit dem Call. Interessant. Für den Döner-Teller. Vize callt hier im Big Blind und Nico Mack als Straddle füllt auch auf. Der schließt hier die Action ab. 10, 5, 6. Alle checken hin zum Schwab, zum Preflop Aggressor und der spielt die Conti-Bet. 2 Large wird gecallt von Buddy Goal.
Nico Mack will weiterspielen. Ja. Will wohl gucken, was der Turn bringt. Ob er hier noch Backdoor was macht. Ja, die Herz 10. Interessante Karte. Könnte so ein bisschen die Action rausnehmen. Gucken wir mal, ob der Schwarf noch eine zweite Bullet feuert. Ja, Herz kommt zwar an, aber die 10 ist dann natürlich unwahrscheinlicher geworden, dadurch, dass eine zweite gekommen ist. Von daher setzt er jetzt nochmal an und 5-5 finde ich auch eine gute Größe. Ja, das sieht man auch direkt. Die lässt hier den Buddy Goal folgen. Und Nico Mack jetzt mit dem Flush Draw. Callt hier. River ist die 4. Duell. Fight. Round 4. Oh, nice. Cash in Bar. Unser Sugar Daddy abonniert selber seinen Stream. Sehr gut. Guter Mann. Daumen hoch. So. Nico Mack jetzt hier mit der stabilen Wette. 15 Large. Die musste erstmal callen jetzt an Schwab Stelle. Nee, der foldet. Nice Bet hier. Und er zeigt den Bluff. Nice Hand hier von Nico Mack. So spielt man Poker. Nice Hand hier. Nice Hand. Stacks and Packs in his mind. Also macht er richtig gut. Das ist richtig gut gespielt. Floatet hier Flop. Turncallter mit der Option auf einen Flush. Und am River blufft er einfach rein. Hier fast Pot-Size setzt er. Und der Schwab muss einfach folden. Hat er gar keine andere Option. Was soll er machen? Hat hier nur Pocket 7er. Und was schlägt er denn da? Klar, geplatzten Flush-Draw. Aber wie wahrscheinlich ist es? Bei der Action ist ein Flush-Draw oder eine 10 wahrscheinlicher. Also nice Hand hier vom Nico. Gutes Play. Ist es Play des Tages oder die Bet von Hitman? Hm, muss ich nochmal überlegen. Also waren beides nice. Nice Hände. Ich würde sagen, also die beiden Hände auf alle Fälle Top-2-Hände heute. So spielt man einfach Poker, Jungs. Guckt euch das an, machen sie gut. Über die Folds vom Nico am Anfang sprechen wir einfach nicht mehr. Lass mal einfach hier so. Na? Aber geiler Move, guter Play. Hat mir gefallen. Mengis, ciao. Schöne Ostern noch oder schönen Ostermontag. Mach's gut. So, jetzt geht's hier nochmal weiter. In der Hand 75. Birkudes eröffnet auf 1,75. Buttigol called am Button. Denn? Flop Ace Queen 5. Interessant. Check, check. Okay. Jetzt kommt das dritte Kreuz. Das würde ich aber mal setzen an Birks Stelle. Hast du ein Herz überhaupt gehabt? Ja, 2,50 ist okay. Und Buddy Goal foldet hier. Ja, also gut für die Moral von Birk. Macht da jetzt auch nochmal so einen kleinen Pot. Du bist vorletzt schon, oder? Ja, vorletzte Hand. Ich muss mal gucken, ich habe da einen Fehler drin. Eine von den Kameraperspektiven ist einfach schwarz und ich weiß nicht warum. Ich hatte es eigentlich heute Morgen geguckt, aber ich habe es so offensichtlich nicht entdecken können, die Kameraperspektive. Hm. Muss ich nochmal vom nächsten Stream am 20. April nochmal, Alarm, Alarm, 20. April, nächster Stream, nochmal sortieren und die Perspektiven nochmal feintunen, damit da nichts mehr schief geht. Nicht die vorvorletzte. So, ich hole mir noch mal ganz kurz ein Glas Wasser und bin dann gleich wieder da für den Endspurt. Schoki, Gott. So was
So, vier Spieler. König, Dame, 9. Ja, ein Hitman, der Einzige, der hier wirklich connected, außer Birkulis mit seinem Gutshot. Kreuz sind nur Backdoors draußen. Birk callt hier, die Conti-Bet. Die Bet. Ja, und jetzt kommt auch das Kreuz. Interessante Karte. Hitman wird aber sicher weiterfeuern. Macht er hier auch. Und die 7. Macht den Birk hier die Straße. Jetzt mal gucken, ob der Hitman hier noch callt. Da ist halt so viel angekommen. Oh, ja. Ja, da sieht er die schlechten Nachrichten. Und das ist so eine typische Hand für den Birk. Bei seiner losen Spielweise, da taucht er immer wieder mal mit so Überraschungshänden auf. Ja, da kannst du auch nicht viel machen, da musst du mit Top-Pair einfach runtercallen. Also Birk ist da der klassische Kandidat, da musst du einfach Augen zu und callen. Und das war ja auch jetzt, also wirklich kleiner Pot, kleine Bet. Da bleibt ja nichts anderes übrig. Klar, wenn er jetzt natürlich dann mal 100 Big Blinds am River setzt oder was, kann man schon noch mal einfach folden, aber normal. Muss da einfach Augen zu und durch und dann ist halt einfach nice Hand. Ist halt so beim Poker, ne? Trink da mal einen Schluck Wasser. Oh, dieses Wasser ist so viel besser als dieses Zeug, was der Kevin mir da zu trinken gegeben hat. Ist unfassbar. Also ich bleib bei Wasser. Einfach bestes Getränk. Ist so. Muss man einfach mal gesagt haben. So, vorletzte Hand. Hitman hier mit dem Doppelstraddle. Nico Mack eröffnet am Button. 1,50. Und? Kriegt er hier einen Call? Ah, Hitman will weiterspielen. Der hat noch Chips vor sich. Der will spielen. Ass 10, 6, 2 Karo. Ja, ist jetzt auf alle Fälle eher ein Board für den Preflop Razor. Und da wird der Nico auf alle Fälle Conti betten und dann auch den Pot direkt mitnehmen. Kann man nicht vorstellen, dass hier noch irgendwelche Action kommt. Nee, auch direkt Insta-Fold. Insta-Fold, nice. Ja. ABC-Hand, okay, ich höre gerade, also es wird noch ein Glückspair gespielt. Das heißt, das war unsere letzte Hand des Streams. Jetzt gibt es unser Glückspair. Glückspair für alle, die es nicht kennen. Jeder Spieler legt 10 Big Blinds in die Mitte und es wird offen und blind gespielt. Beste Hand gewinnt den Pot, ohne Setzen, ohne alles. Flippen für 10 Big Blinds. Wir nennen es Glückspair. Und das machen wir eigentlich immer so oder oft als Abschluss des Abends oder zwischendurch mal einfach zur Auflockerung. Hat nämlich jeder Pokerspieler die gleichen Chancen und das gefällt auch den meisten Pokerspielern. Also rein ins Glückspair. Hat da jemand eine Dame von euch? Da hinten. Auf die billige Blitz. 2 gewinnt. Ja, ist da was Gutes unterwegs? Ja, irgendwie sehe ich noch keine guten Starthände. Ja, Cash and Bar, König 5 suited und Junge 9 suited, Junge 4 suited. Also da ist schon wie bei jedem Glückspair einfach viel Gemüse unterwegs. Ja. 5, 8, 3, okay, ist jetzt auch keine Offenbarung. Birkulis die 3 nochmal. Ja, die hat keiner. Wenn nur 5 gewinnt, das ist eigentlich beschämend. Schafft er nicht. Die 2. Nice Hand. Nice Hand. Ja, mit dem Geld. Money, money. Cash im Bar mit der 5. Gewinnt hier tatsächlich das letzte Glückspair. Ist ja unglaublich. Ich sag's ja noch, am Button, beste Hand. König 5. Oh, man hat's nicht gesehen. Ah.
Ah, und unser Dealer hat es ein bisschen verpeilt. Er hat die Portkarten nicht eingelesen. Ich habe sie eingeblendet, aber er hat sie nicht eingelesen. Schade, Schokolade, sage ich nur. Genau, aber das kriegt er jetzt noch hin. Hat die Hand gerade jetzt nochmal gedealt. Und dann muss er jetzt einfach nochmal auf Dealensetzrunde. Und dann wird die Hand gebucht. Und damit wird der Gewinn eingestellt. Muss ich gerade nochmal sagen. Sorry! Bei mir passt's. Ha? Okay, also perfekt. Damit endet unser Stream. Die Spieler machen jetzt noch einen Chip-Count. Ich würde sagen, ich mache uns schon mal Musik an. Haben wir nämlich noch ein bisschen was auf die Ohren. Und dann gibt es das große Fazit der Ostermontag-Session. Was soll ich sagen? Geile Runde. Wir haben Short-Handed angefangen, Six-Handed. Besser gesagt, Seven-Handed mit unserem Tentakel-Dealer, Operator, Cash and Bar, der gedealt hat, der gespielt hat, der die Eingabe gemacht hat, hat da über die, wie viele Hände waren das? 40, 50 Hände nahezu fehlerfrei gemacht, also war richtig stark. Was noch dazu kam, dass er einfach sehr gute Hände ausgegeben hat, für ordentlich Action gesorgt hat. Also es war einiges da. Shorthanded Dynamik am Tisch, plus gute Karten, plus Mittagsstunde. Da sind die Spieler eh motivierter und fitter und wacher als bei so einer Abends- oder Nachtssession. Also war richtig gut, hat richtig Spaß gemacht und dementsprechend war auch ordentlich Action. Ja. Der Schwab ist extra aus dem Heigerloch herabgestiegen, hat hier Action gemacht. Einmal leider abschenken müssen, genau. Genau, am Ende waren aber alle gut dabei bei der Action und gut involviert. Ich bin jetzt mal gespannt auf das amtliche Endergebnis. Die machen jetzt noch ganz kurz hier den Chip-Count, wobei das eigentlich schon relativ klar war. Wir haben ja immer Chip-Counts oder immer die Stats gemacht zwischendurch. Da hat eigentlich schon jeder gesehen, wo die Tendenz hingeht. Birk hat jetzt zuletzt, glaube ich, noch mal ein bisschen gut gemacht nach seinem krassen Winnings, hätte ich jetzt fast gesagt, nicht Winnings, nach seinen krassen Verlusten. Alles drin, sagt der Kevin gerade. Okay, also dann seid ihr bereit. Hier kommt das Finale, das amtliche Endergebnis. Also, Nico Mack, Gewinner der Session. Ich stelle mal auf groß, also, so geht das. Kevin guckt mir auch zu. Hier, da haben wir ihn. Muss ein bisschen näher rücken. Hallo Kevin. Genau, also Nico Mack, Gewinner der Session mit fast 5 Lagen. Die Bet gegen den Schwab hat ihm gerade nochmal den Sieg gebracht. Da hat er den Schwab nochmal rausgepresst am River. Cash in Bar, 3 Lagen im Plus, stabil wie eh und je. Der Vize, 1,5 Lagen im Plus. Wie gesagt, Konto, kontrollierte Offensive. Otto Rehakles, aka Vize Fizakles oder wie auch immer. Vize Fizakles, kontrollierte Offensive ist, glaube ich, noch schwach untertrieben, was der heute gespielt hat. Hat er gut gemacht. Buddygoal hat es ins Plus geschafft, auch wenn er ein bisschen gehadert hat. Hitman, eine Achterbahnfahrt. Queens gegen Aces haben ihn so ein bisschen gebrochen. Dafür war er hinten raus ganz stark. Ne? Also wie gesagt, er heute ganz klarer Kandidat für die Hand des Abends mit seinen starken Bets. Einziger Kandidat, der ihm noch entgegentritt, ist der Nico mit seiner Bet. Der Schwab hat alles versucht, hat super solide gespielt, aber die letzte Hand gegen Nico hat ihm leider noch ins Minus gebracht. 18-20 im Minus. Birkules hat den Turnaround gerade noch so geschafft. Wenn die Session jetzt noch länger ging, dann wird es wieder aufwärts gehen. Wie so eine Skisprungschanze. Genau, er hat jetzt ordentlich Anlauf genommen und jetzt kann es nach oben gehen. Genau, also hat nochmal ein paar Pötte am Ende gezogen. Oder also so eine ABC-Bewegung, weil das muss ja seine Kultur, damit es genau das gleiche nochmal umgeht. Das kann auch sein, ja. So, also VP, man sieht's, Birk über 70%, der hat einfach viel gespielt, Hitman brutal viel gespielt, der Schwab war dabei, Cash and Bar, die üblichen Verdächtigen. Hitman sagt's gerade, heute hat er Spaß gehabt und das kann ich auch nur bestätigen. Vize kontrolliert, zeigt auch der VPP hier, nur 38, was auch nicht wenig ist, aber trotzdem im Vergleich, man sieht's, halb so viel Hände gespielt wie der Birk. Abgerundet. PFR, Nico, aggressivster Spieler, zusammen mit Cash and Bar. Birkules natürlich durch seine drei Bets auch immer aggressiv, Freeflop und Buddygoal und Hitman ein bisschen zurückhaltend, ein bisschen passiv. Winrate, Hitman, Cash and Bar, Nico, unsere Top-Performer, der Schwab auch. Und der Einzige, der da so ein bisschen hinten raushält, war jetzt der Birk heute in der Session, aber insgesamt nice performt.
So, also, das war unsere Session. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Mir hat es gefallen, hat sehr viel Spaß gemacht. Cool, dass der Kevin noch gedealt hat. Hat er gut gemacht. Absoluter Setup-Dealer. Daumen hoch, vielen Dank. Gibt auch einen Daumen vom Schwab. So, sehr gut. Einer reicht. Ein Daumen ist auch gut. Was? Approved. Also, Kevin geil gedealt, Carlos geil gedealt, Session war gut, Technik war gut, war, glaube ich, alles gut heute. Von daher, mega viele Hände gespielt, genau. Aber wir haben jetzt auch 4 Stunden gestreamt, also von daher war richtig gut. Viele Zuschauer gehabt, vielen Dank dafür. Wer das Replay guckt oder geguckt hat, vielen Dank dafür. Dann schönen Abend, schöne Ostern, frohe Weihnachten und guten Rutsch, genau. Wichtigste, bis demnächst. Achso, ciao.